Woran das lag, weiß ich nicht. Aber im Gegensatz zum Erebor, die ja durch die ganzen Angriffswellen der Zwerge ziemlich schwer gewesen ist, die ist ziemlich nervig. Nervig trifft's eher. Ist das hier ja einfach nur Kinderspiel. Also, ich finde das hier schon ein bisschen einfacher als letztes Mal, wo ich das gespielt habe. Vielleicht war es auch nur so schwer, weil ich auf leicht gespielt habe, ne? Könnte ja gut sein. Eine idiotische Erklärung eigentlich, aber egal. So, ein paar Riesen noch. Oder... Nein. Mal wieder 100. Sind wir auf... 900, gut. Das sind dann genau... Das passt. Das ist gut. Guck mal. Mal gucken, wie wir in der Zeit liegen. Und wir liegen sogar noch spitzenmäßig in der Zeit. Also, ich finde das mal richtig geil. Ja. Jetzt reparieren die nun mal endlich die ganzen Scheiße hier. Und die ist ja schon... Ne, ist noch Stufe 2, das ist gut. Da lohnt sich das wenigstens. Naja, wenigstens etwas. So. Da schon mal ausrüsten. So, du hast das, du hast das. Kannst du beides? Nein, du kannst nichts beides. Mach das hier. Das kannst du automatisch. Beides. Sehr schön. Du gehst bitte mal auf deine Skorpion. Ich will deinen Giftstachel ausrüsten. Ja. Brav. Ihr macht wieder beides. Das ist schön. So. Der macht das. Er kann das automatisch, das kann er nicht automatisch. Gut, passt. Haben wir schon mal alles durch. Und unsere Truppe ist fertig. Sind ja nur massig an Helden. Also, um mal so zu sagen, die Leiste ist schon schön gefüllt. Wir stellen dich schon mal hier unten. Ach man. Hier unten hin. Also, eine Armee nur aus Helden zu haben und Belagerungseinheiten, die viel Aua machen, ist nicht schlecht. Muss man ganz ehrlich mal sagen. Und wenn man jetzt mal zu Beginn vergleicht, wo ich nach Ressourcen geschrien habe, und jetzt mal die Anzahl an Rohstoffen, die ich jetzt schon habe, und ich hab gerade frische Einheiten ausgebildet, sieht man dann doch schon... Oh, wie süß. Na egal. Sieht man schon einen ziemlich großen Unterschied in der Menge. Also 32.000, die werden uns nicht so schnell ausgehen, dann bin ich mir todsicher. So. Ein Teil der Einheiten wird jetzt sterben, das weiß ich. Sieht aber halt wieder an diesen Silverdorn-Pfeilen. Da diese ja wirklich widerlich sind. Und außerdem lassen die sich ja noch freiwillig töten. Durch den Scheiß, den die hier machen. Und was haben wir hier? Die Ringgemeinschaft. Legolas, Aragorn, Gimli, Gandalf, Merry und Pippin. Na? Wart mal. So. Dann lassen wir mal die Party steigen hier. So. Der Thronerbe. Die Ringgemeinschaft wird nun fallen. Ihnen wird nun die dunkle Macht von den dunklen Herrscher Sauron zu spüren geben. Da hat er keinen Schaden. Denn nun wird Aragorn, ich glaube, als erstes fallen. Der Thronerbe Gondors und Erbe Isildurs.
Gandalf wird noch ein Weilchen. Noch? Nee, Gandalf ist zuerst. Wer sagt's denn? Das war's mit Gandalf schon mal. Naja. Ich werde helfen, Bruchtal zu verteidigen. Der weise Magier ist nun nicht mehr. Merry ist ebenso dahin geschieden. Aragorn. Gimli sind noch am Leben. Und Legolas scheint es auch schon nicht mehr zu geben. So. Greifen die uns jetzt an? Da steht Arwen, oder? Nee, Elrond. Der liebe Herr Aaron. Oder wer ist ein South Park? Aaron McHubbard. Oder so ähnlich. Weiß ich nicht. Und nun... Selbst Gimli ist der Macht des Bösen nicht stark genug. Nun, die Gemeinschaft des Ringes wurde zerschlagen. Ihre Mission ist komplett fehlgeschlagen. Und jeder wird nun... Laufen die jetzt außen rum? Ich hoffe es einmal nicht. Und jetzt werden sie dem dunklen Herrscher... Na okay, die werden dem dunklen Herrscher keinen Tribut mehr zollen, da sie ja schon tot sind. Wäre aber lustig. Also, ich finde es nicht schlecht. Ihr macht mich bitte hier kaputt, ne? Jetzt, na okay, jetzt noch nicht. Na okay, ein bisschen, mehr oder weniger jetzt. Wird Bruchtal schon angegriffen. Hier steht Elrond, hier steht... Wo steht Arwen? Arwenchen, wo bist du? Ich weiß nicht, ich finde die Arwen gerade nicht. Das Böse hinfort. Das ist Elrond. Ach, ich verstehe schon. Ich verstehe schon, wo die ist. Die steht in diesem scheiß Nebel. Ah, ich hasse es. Das Böse an diesen Festungen. Na, da war sie gerade zu sehen. Einen kurzen Moment. So. Was die gerade mit den Frames los ist, weiß ich nicht. Jedenfalls holen wir uns mal dieses schöne Upgrade und hauen uns mal gleich mal hier mit drauf. Der dunkle Herrscher. Und da ist Arwen. Und nun ist die Stunde gekommen, an dem der dunkle Herrscher zurückgekehrt ist. Der Moment, vor dem sich ganz Mittelerde gefürchtet hat. Jedenfalls ganz Mittelerde, die von den Menschen, den Elben und den Zwergen bevölkert wurde. Denn der dunkle Herrscher ist nun zurückgekehrt und wird das Verderben über Mittelerde und, na okay, über Mittelerde wurde das Verderben schon gebracht von uns, dann halt über Bruchtal bringen. Nein. Diesmal will ich bloß so viele. So. Der ist gleich tot. Lebt ja noch! Damit habe ich jetzt echt mal nicht gerechnet. Wow. Egal. Ja, wie gesagt, die dunkle Stunde ist nun geschlagen. Der dunkle Herrscher ist zurückgekehrt. Ganz Mittelerde wird ihm zu Füßen liegen und niemand, wirklich niemand hat ihm was entgegenzusetzen. Was ist in dieser neuen Taverne? So, wir holen noch Ausrüstung für unsere lieben Haradrim, damit die hier drinnen gleich mit rumhantieren können. In dem nächsten letzten Angriff.
Deswegen brauche ich auch keine Riesen, sondern hier die normalen Typis. Da ich denke, das wird sich ein bisschen mehr lohnen. Um eure Bäume. Das Ding ist nun auch bald kaputt. Die Spinnen schaffen das Ganze nicht. Rohstoffe brauchen wir eigentlich keine mehr. Im Grunde. Wir lassen hier weiter schon ausbilden. Wir holen unsere Armee zurück. Und dann wird wahrscheinlich der finale Angriff auf Bruchtal beginnen. Wird das Ende für Bruchtal. Scheiße, das habe ich vergessen, was ich sagen wollte. Ah, die haben mich durcheinander gebracht, Idioten. Scheiße. Ah, hier. Unser lieber Herr Sauron. Der kann sogar. Schön. Der böse, dunkle Herrscher. Ich würde gleich mal, bevor ich es vergesse. Ich würde. Das ist jetzt natürlich super. Das ist echt super. Was mache ich jetzt mit den Zweien? Ja. Geht mal sterben, bitte. Aber ihr könnt ein paar Einheiten mit dem Tod reißen. Da hätte ich nichts dagegen, bitte. Mit euch würde ich gern mal versuchen, die Festung noch zu zerstören. Oh. Oh. Okay. So hatte ich das jetzt nicht gedacht, aber na egal. Die Festung bekommen sie nicht nieder. Das ist. Sehe ich schon voraus. Naja. Hier kommt ja auch noch was an. Angedackelt. Die können auch noch ein bisschen mit kaputt machen. Und treffen. Naja, okay, doch, treffen können sie. Schade. Schön, da fehlt ja nur noch einer. Na super, gegen die haben sie erst recht keine Chance. So. Dann haben wir mal das komplette Arsenal wieder zurück. Ach, ich hole uns noch einen Katapult dazu. Ne, ich könnte sogar zwei holen. Wo habe ich denn die Lagerungswerke? Das sind die schon wieder kaputt. Nicht schon wieder kaputt bin, bin ich grantig. Das ist jetzt. Aber das ist jetzt aber nicht dein. Das ist ja jetzt echt scheiße. Das ist schon wieder kaputt. Ich glaub's da nicht. Wir brauchen die 25. Ich hol mir ein paar Höhlentrolle. Für die Klingen. Für die Haradrim. Ostlinge, genau. Das sind der Ostlinge, keine Haradrim. Na egal. Wie weit ist das? Das müsste gleich so weit sein. Tja, die Sachen warten. Lass nur auf sich warten. Mir nach, Ostlinge. Wir warten noch auf die Palantir-Fähigkeiten. Denn dann dürfte das auch der letzte Angriff sein. Getarnte Einheiten, das ist gut. Finden wir hier was? Bevor ihr sterbt? Nö. Okay. Schade. Steht hier eigentlich jemand von unseren zwei Lieblingen? Nein. Doof. So, der Wächter ist ja schon mal bereit. Das ist gut. So, mal wieder